Ja gut, das ist jetzt hier wahrscheinlich wieder identisch. Aber ich denke mal, das ist doch schön. Können wir da gerne nochmal fahren. Das ist ja im echten Leben eines Busfahrers auch so. Der fährt halt auch mal, je nachdem, wie die Linienführung ist. Und manche Linienführungen sind ja auch ein bisschen, teilweise ein bisschen eigenartig, ne? Weil wir hatten ja eben nur für die Villa da extra einen Umweg gedreht und sind dann wieder zurückgefahren. Auf den normalen Linien, die wir ja sonst mal fahren, ist das Ganze ja immer ziemlich an der Strecke selbst gelegen, die wir abfahren. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Ja, das ist natürlich auch mal eine Ansage. So. Oh, man sieht hier... Ah, ne, doch nicht, das ist gleich. Doch, nee, ich dachte, da wäre der Knopf irgendwie so ein bisschen anders gewesen. Aber alles ist gut. So, jetzt versuchen wir das jetzt mal ein bisschen geschickter. Na gut, das geht nicht anders. Ich war auch neulich in einem Bus, der hat sich blöderweise festgefahren. Der ist leider, weil eine Umleitung war, beziehungsweise da war die Hauptstraße gesperrt in einem Ort und der hat das dann falsch umfahren. Und kam dann ganz in eine ganz blöde Kurve rein, in die man mit dem Bus, also das war eine Kurve, die war noch enger als die gerade. Da kam der praktisch gar nicht rum. Und gut, dann hat er natürlich eine ganze Weile den ganzen Verkehr blockiert. Ein anderer Busfahrer, der hinter ihm hergefahren ist, hat ihn zwar dann zusammengeschissen, aber er ist hinterhergefahren, ne? Und als er feststeckte, ausgestiegen, hat ihn zusammengeschissen, wie man so blöd sein könnte und dann da lang fährt. Aber er selbst ist dann auch da lang gefahren. Gut, mit Leuten wie dem, da muss man so ein bisschen aufpassen. Was stand da? Proceed to Grundschule if terminating. If terminating. Wir sind ein Terminator. Der wird hier terminaten, aber doch nicht wir. Wir haben doch noch ein bisschen vor uns. So, bitteschön. Ja, man kann sich aber das ziemlich gut merken. Das 2 ist eigentlich 5. Also das ist alles ein bisschen unter Wert. Nee. 2 ist 5, 1 ist 2. 50 ist eigentlich 1. Genau, so ist das. Ja, ja, genau. Nur nochmal zum Verinnerlichen, weil das ist ja schon, je nachdem, so ein bisschen eigenartig, wenn man das nicht gewohnt ist. Das ist halt das Problem mit diesem D-Mark-Euro. Und die Kassen hier, die müsste eigentlich eine Euro-Kasse sein. Genau, ja, ja. Na, kann das sein? Ich guck gleich nochmal nach. Kurven, die kann man anders irgendwie gar nicht richtig nehmen. Oh, will hier die raus? Ich guck mal. Also die ist auch wirklich eng, die Kurve. So ist das jetzt nicht, ne? Ne, das müsste eine Eurokasse sein. 2 Euro gibt es, 1 Euro, 50 Cent, 20 Cent, 5. Ja, 5 Pfennig. Ja, genau. Also das ist jetzt, wie gesagt, dieses kleine Problemchen hier, was jetzt hier besteht. Das ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Nur eben muss man das wissen, ne? Das ist, Das sollte man schon auf dem Schirm haben. Dass das hier eben so ist. Aber gut. Das ist ja auch von Bus zu Bus unterschiedlich. Aber das ist eine schöne Wohnsiedlung hier, ne? Viele Parkplätze. Was in der Stadt natürlich blöd ist, wenn man mit dem Auto fährt. Und das Abstellen des Autos, das ist natürlich jedes Mal so eine Katastrophe. So, vielleicht ist unser Kollege ja auch wieder da, der uns hier so ein bisschen das Leben schwer macht. Nee. Ach, schade. Machen wir auch direkt mal die Warnblinkanlage an, weil das ist ja schon gefährlich, wenn hier irgendjemand so reinbrettert und uns dann nicht sieht und dann in unsere
Kante hinten reinfährt, in die Heckkante. So, geht's dann jetzt hier wieder hoch? Das ist jetzt ja, verhältnismäßig identisch. Schloss Sophienruh, genau. Dann geht's hier wieder hoch, ne? Jum. Gut, wir kennen es jetzt den Weg. Das ist jetzt natürlich, haben wir jetzt ein bisschen mehr Mut, ne? Hier hochzufahren. Also die Map bietet unheimlich viel. Eine tolle Stadtkulisse, schöne Strandpromenade, hier richtig schöne, pure Natur. Hier gibt es ja auch eine Stadt, es gibt einen Tunnel, Landstraßen. Also die Map hat eigentlich so alles, was ich mir vorstelle. Das ist schon auf dem Level einer Payway-Map, das muss man echt sagen. Wobei, nur weil das Payway ist, heißt das ja nicht, dass das eine gute Map ist, ne? Payway ist ja erstmal nur jemand, der Geld verdienen will. Hallo. Ne? Das heißt ja nicht, dass er unbedingt was Besseres auf die Beine stellt, als jemand, der das kostenlos... ach, Moment, halt, nee, warte, das war viel zu viel, zu viel. So. Und das Ding hier, ne? Ach so, halt, jetzt kommst du mit deinem ermäßigten Ding hier wieder an. Nee, gleich nicht mehr. So. Ha. Ich habe unseren Gast hier mal abgefertigt. Und das ist natürlich so eine... Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn beispielsweise so eine Payway-Kultur ist. Das ist grausam. Also wie bei Prepared FSX. Vor allem, wenn das Basisspiel jetzt so ist, dass man es eigentlich so nicht gerne spielt. Die ganzen Standardflughäfen, ich meine, wer sich ein bisschen auskennt von FSX und Prepared, die sehen jetzt nicht so knüller aus. Wer da nicht auf Add-ons zurückgreift, der... verliert da schnell den Spaß dran, weil was macht's für einen Sinn, wenn du nach New York fliegst und du siehst genauso aus wie in Boston und wie in Newark oder in Los Angeles oder in Frankfurt. Das sieht überall gleich aus. Das ist ja, finde ich, irgendwie auch ein bisschen Wumpe dann, ne? Das ist ja, Aber hier bei OMSI, und das finde ich ist lobenswert, gibt es eine Community, die hier eine ganze Menge, oh, doch noch einer, die hier doch einiges auf die Beine stellt und das kostenlos. Wie gesagt, ich weiß auch von einer Map, die kostet Geld und die soll gar nicht gut sein. Das ist natürlich dann... Da hat dann wahrscheinlich irgendjemand nur da die Map gebaut, um die Kohle daran zu verdienen, ohne jetzt ernsthaft oder wirklich was Gutes draus machen zu wollen. Das ist das, was ich so gehört habe. Kann ich selber nicht bestätigen, aber ich habe mal Bilder gesehen und das hat das eigentlich nicht unbedingt widerlegt, diese Aussagen. Und das muss ich ehrlich sagen, das finde ich ist natürlich so ein bisschen schade. Man macht es eigentlich der Community wegen und einfach, um mal wirklich was Tolles auf die Beine zu stellen, woran andere sich ja freuen. Und wenn man das nur macht, um da die anderen Leute da hier, ne, zahlen zu lassen, dann, naja, weiß ich nicht. Finde ich persönlich nicht gut. Aber das ist Ansichtssache. Bei Prepared oder so habe ich ja auch, wie viel gar nicht wissen, bestimmt 1000 Euro oder noch mehr ausgegeben für Payware. Aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man es machen muss, weil es sonst nichts anderes gibt, was kostenlos ist und richtig gut. Oder ob man wie hier halt auf anderes zurückgreifen kann. Römerstaffel. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir hier nämlich links. Das ist jetzt ein bisschen, müssen wir ein bisschen aufpassen. So, und jetzt müssen wir auch die Hilfspfeile wieder anmachen. Genau hier rechts.
Genau, das ist jetzt nämlich jetzt doch was anderes, ne? Weil es geht jetzt wahrscheinlich runter zu Blankwitz wieder runter. Und daher kommt dieser Unterschied. Das sind wir gleich, denke ich mal, da. Ich meine, ich weiß ja nicht, wer von euch sich auch Payware-Add-ons für OMSI gekauft hatte. Ich hab mir, glaube ich, nur Hamburg gekauft, O405 und hier den MAN-Stadtbus und Wien. Und, glaube ich, den O305. Gut, so wenigstens jetzt auch nicht, aber verteilt über mehrere Jahre jetzt. Wenn ich überlege bei Prepared, weil ich da manchmal in einem Jahr an Add-ons gekauft habe. Wenn man nämlich nur ein bisschen gescheite Auswahl hat, haben möchte an... Hier ist der Tunnel übrigens. An Flughäfen, dann muss man das gewissermaßen schon machen. Durch diesen Tunnel werden wir auch noch fahren. Ach nee, das ist ein anderer Tunnel. Da vorne ist der, woher man kommt, wenn man von diesem Anleger kommt. Gut, ich bin ehrlich. Was ist das denn jetzt? Ich speichere das ab. Wenn, jetzt kriege ich hier die Nachricht, ich wäre schon da, aber... Wenn er das glaubt, dann soll er das glauben, aber ich bin noch nicht da. Wir bleiben hier brav stehen. Guck hier, das Rad, das steht noch nicht. Das steht noch nicht über der Linie. Alles gut. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe alles richtig gemacht. So, jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, dass wir irgendwie niemanden umbrettern. Das wäre auch ein bisschen blöd. So, und jetzt geht's hier links und vor uns geht's nach Südwil, da geht's nochmal ganz woanders hin, da geht's so ein bisschen überlandmäßig weiter. Finde ich es einfach wunderschön, dass man hier so eine tolle Auswahl hat. Was war das? Schritt fahren. Nee, ich streich das durch, MAN fahren, nicht Schritt fahren. Ich fahre auch ein bisschen durch, weil wenn jetzt noch jemand kommt. Ach, jetzt hat uns die Busampel erkannt. Ne, warte. So, jetzt sind wir wieder da. Gerade ist hier, aus irgendeinem Grund, hat OMSI einen ganz kurzen Aussetzer gehabt. Aber wir sind jetzt ganz regulär wieder da. Wir mussten jetzt hier gerade nur ein Stück zurückfahren wegen der Busampel, weil wir ja sonst von der erkannt werden. Und das ist ja auch nicht gut. Und ja, jetzt sind wir da. Nur wir haben gar keinen mehr an... Bord. Ja, gut, jetzt sind sie weg. Ja, und dann gehen wir natürlich wieder zum Ende hier 0000 ein. Und dann ist hier auch alles weg. Feststellbremse können wir noch aktivieren. Und die Elektrik ausmachen. Wie viele heute gefahren sind? Ne, gut, Trip war jetzt hier nicht. Aber ist ja auch egal. Aber wir fahren jetzt natürlich nicht noch weiter. Nicht nochmal zur Standseilbahn. Das machen wir jetzt nicht. Ich breche den Fahrplan auch mal ab. Da wirst du ja bekloppt, wenn du das den ganzen Tag machst. Ja, hier haben wir angefangen, da vorne. Das war übrigens auch nicht der Einstiegspunkt. Das war nur, weil da ein anderer Bus stand und ich mich ja sonst nicht hinsetzen konnte. Und ja, jetzt stehen wir aber hier auch da, wo wir eigentlich stehen oder hätten stehen müssen am Anfang. Ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mal wieder einen Map-Wunsch habt, könnt ihr den gerne äußern. Wie auch mit Blankwitz, den habe ich ja jetzt auch gerne erfüllt. Und ja, ansonsten denke ich mal, sehen wir uns mal wieder auf Steinkirchen oder so. Da haben wir, denke ich mal, derzeit eine Menge schöner Maps am Start. Und ja, das war es ansonsten von meiner Seite. Ich hoffe, dass es euch, übrigens, die eine Frau hier vorne, die halb in der anderen drin steht, oder in dem Mann drin steht, sieht aus, als hätte sie so eine zweifarbige Jacke, aber gut. Ja. Gut, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Sage dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.